90 Akkuschrauber, 45 Teams. Willkommen beim zweiten Konrad Akku Race, dem schrägsten Event seit Erfindung des Akkuschraubers. Originell, kreativ und technisch ausgefeilt. 45 einzigartige Fahrzeuge rollen über die Startrampe. Konrad Akku Race 2010. 3, 2, 1, los! Vom umgebauten Fahrrad übers getunte Snowboard und Dreirad bis hin zur coolen Seifenkiste. Herzlichen Dank an die Teams, was die auf die Beine gestellt haben. Sensationell. Ein großes Lob. Die erfüllen diese Veranstaltung mit Leben. Wunderbar. Alle Fahrzeuge haben eins gemeinsam. Der Antrieb erfolgt über zwei unfrisierte 18 Volt Akkuschrauber. In der Boxengasse und an der Rennstrecke herrscht reges Treiben. Die Zuseher sind hautnah am Geschehen. Die Promis Christina Lugner, Hans-Joachim Stuck und Edi Finger Junior sind mit vollem Eifer dabei und matchen sich beim Modellautorennen. Eingeteilt in die drei Kategorien, private, Firmen und Schulen, zählt beim Akku Race nur ein Gas, nämlich Vollgas. 42 Teams aus Österreich, zwei Gastteams aus Deutschland und eines aus Holland drehen ihre Achterschleifen im Wiener Feridusiker Hallenstadion. Die Teams kämpfen hart, aber fair. Der Weg zum Ziel führt durch Höhen. Und Tiefen. Bei den Schulteams setzen sich die Rennweg Racers von der Wiener HTL 3 Rennweg durch. Die Firmenkategorie kann das Team Dachfenster Knie aus Großengersdorf in Niederösterreich für sich entscheiden. Das FA-Team aus Ampelwang in Oberösterreich ist der große Abräumer des Tages. Das Geheimnis des Erfolges war ganz einfach das, dass wir ein super Team beieinander haben und die ein hervorragendes Auto gebaut haben. Ganz einfach. Sieg im großen Finale und in der Kategorienwertung der Privaten. Die Trophäen wurden unter anderem von Konrad Österreich-Geschäftsführer Magister Johannes Kofler überreicht.